Hallo, heute erfährst du, wie du ganz entspannt dein Kind beim Abschied von der Windel unterstützt und richtig auf seine Signale reagierst. Außerdem nenne ich dir noch die 8 Entwicklungsschritte, die ein Kind dabei durchläuft. Bleib dran! Kinder werden tagsüber ca. mit 24 bis 28 Wochen trocken, egal ob mit oder ohne Training. Vorher spüren sie ihre Blase noch nicht, denn die Nervenverbindungen zum Gehirn sind noch nicht ausgereift. Wann ist nun der richtige Zeitpunkt? Wann solltest du beginnen? Du kannst dabei 2 Fehler machen. Der erste Fehler: Du beginnst zu früh. Untersuchungen haben gezeigt, dass zu frühes immer wieder aufs Töpfchen setzen gar nichts bringt, denn es beschleunigt nicht den Reifungsprozess der Nervenbahnen. Doch Achtung, das Kind kann auch massiven Schaden nehmen, wenn es durch die Sauberkeitserziehung überfordert ist und es als Bestrafung ansieht. Zum Beispiel, es muss zu lange sitzen bleiben oder es wird viel zu früh begonnen. Diese Kinder haben dann später meist Einnässungsprobleme. Und der zweite Fehler? Du beginnst zu spät und verpasst den Zeitpunkt. Zeig dein Kind an, dass es auf Toilette oder Töpfchen will oder es möchte keine Windel mehr, dann ist der richtige Zeitpunkt. Du solltest dein Kind daher sehr genau beobachten, denn es drückt in seinem Verhalten aus, wenn es den Drang verspürt, die Blase oder den Darm zu leeren. Es verzieht das Gesicht, geht in eine Ecke oder es nimmt eine charakteristische Körperhaltung an. Oder es äußert sich sprachlich. Du solltest es auf Toilette setzen, wenn es das möchte. Oder die Windel ablassen, wenn es das möchte. Verpasst du diesen Zeitpunkt, eventuell aus Bequemlichkeit, gewöhnt sich dein Kind an, bewusst und willentlich in die Windel zu machen. Die Motivation, die dein Kind hat, es selbst zu wollen, ist ganz entscheidend für den späteren Erfolg. Es sollte also niemals zu etwas gezwungen werden, sondern es von selbst wollen. Und du solltest nicht mit Lob sparen und deine Freude zeigen. Wie kannst du nun das Interesse deines Kindes für den Toilettengang wecken? Sehr von Vorteil ist es, wenn das Kind dabei sein darf, wenn Eltern oder Geschwister zur Toilette gehen. Denn sie sind das Vorbild. Es schaut sich das Verhalten auf der Toilette ab. Wenn dein Kind dazu nicht die Möglichkeit hat, weil die Toilettentür vor ihm zugemacht wird, so hat das seinen Preis. Jetzt nenne ich dir noch die 8 Entwicklungsschritte bis zum völligen Sauberwerden. Der erste Schritt: Das Kind zeigt Aufmerksamkeit für Signale im Blasenbereich. Es nimmt den Harndrang wahr. Der zweite Schritt: Das Kind sagt, wann es in die Windel gemacht hat. Dafür verdient es Lob. Wenn du merkst, dass dein Kind seinen Harndrang wahrnimmt, kannst du probieren, ihm die Toilette oder das Töpfchen anzubieten, aber zwinge es nicht. Der dritte Schritt: Das Kind beginnt zu verstehen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Harndrang und Blasenentleerung. Der vierte Schritt: Das Kind kann sich rechtzeitig melden, bevor es auf Toilette geht, sodass das Hosenrunterziehen noch möglich ist. Der fünfte Schritt: Dein Kind kann die Blase entleeren, auch wenn diese noch nicht voll ist. Zum Beispiel, wenn du sagst, wir gehen jetzt auf Toilette, denn wir möchten noch einkaufen gehen. Der sechste Schritt: Das Kind kann einen dringenden Toilettengang kurz hinauszögern, sodass die Toilette erreicht werden kann. Der siebte Schritt: Das Kind kann sich alleine ausziehen und die Toilette selbstständig benutzen. Dabei ist es natürlich von Vorteil, wenn es seine Hosen alleine hoch und runter ziehen kann. Hinderlich aber sind dabei Knöpfe, Reißverschlüsse und Träger. Auch solltest du deinem Kind zeigen, wie es die Hose alleine wieder richtig hoch bekommt. Zum Beispiel hinten den Gummi umfassen. Und der achte Schritt:
Das Kind schläft nachts ohne Toilettengang trocken durch. Im fünften Lebensjahr sollte das der Fall sein. Zu Beginn sind Rückschläge noch ganz normal, zum Beispiel nach Krankheiten oder im Spieleifer. Dann sollte man gelassen bleiben, denn die Blase muss noch ein wenig üben. Zusammenfassend möchte ich sagen, es bringt gar nichts, mit dem Kind ein Töpfchentraining zu machen, denn die Reifung der Nervenbahn wird dadurch nicht beschleunigt. Das Wichtigste ist, auf die Signale des Kindes zu reagieren und es zu nicht zu zwingen. Und ganz wichtig, immer wieder und ständig loben, dann klappt es wie von ganz alleine. Das war's, bis zum nächsten Mal. Thank you.